Guten Morgen. Ja, moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich begrüße euch heute mal wieder herzlich in Los Santos. Ja, der junge Zocker ist mal wieder hier. Natürlich habe ich keine nervige Werbung eingeblendet, die euch stören könnte. Das ist so ein Service, den ich euch biete bei mir. Aber das ist auch völlig egal. Weil YouTube Gamescom auf der PS4 hat sich natürlich mal wieder was ausgedacht. Ich habe mir wieder ein Thema ausgedacht, worüber wir jetzt in den nächsten Minuten reden werden. Keine Stunden, sondern auch keine Sekunden, sondern Minütchen. Und zwar, ihr wisst ja alle, dass YouTube, man kann schon sagen, die größte Videoplattform der Welt ist. Es gibt natürlich noch Clipfish, was beschissen ist. Richtig beschissen. Ich bin einmal auf Clipfish gegangen. Mein kompletter PC ist eingefroren, weil ich nur mit Werbung zugepostet wurde. Und das war so viel Werbung, dass mein PC sich aufgehangen hat. Ja. Mein Video kannst du auch vergessen. Erstmal wird mir eine Tonne Werbung empfohlen. Ich klicke weg. XXXX, dann drücke ich X, öffnet sich die Werbung, obwohl ich es wegklicken will. Also ganz, 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 ganz schlimm. Mein Video. So ein Kack. Sorry, aber was anderes fällt mir da nicht ein. Das ist wirklich. Das sieht ja aus wie ich. Och nee, jetzt haut der auch noch ab. Nun ja. Ja, auf jeden Fall, YouTube ist schon eine brauchbare Sache. Aber leider werden mir auch auf YouTube irgendwelche YouTuber empfohlen, mit denen ich überhaupt mal nichts anfangen kann. Also mit irgendwelchen geldgeilen YouTubern möchte ich überhaupt nichts zu tun haben. Oder YouTuber, die mit anderen YouTuber was machen, nur um Abos abzukriegen. Nee, das mache ich auch nicht. So, aber ist auch jetzt völlig egal. YouTube hat auch viele coole Sachen, wie zum Beispiel Musikvideos, Dokumentationen und anderes, blablabla, andere kleinere YouTuber, die noch wirklich ja in Ordnung sind, in meinen Augen, ne? Die einfach ehrlich sind. Was tust du da? Lord Zappo hat gesprochen. Was? Wer ist Lord Zappo? Ich kenne keinen Lord Zappo. Lass mich in Ruhe, Digga. So, oh Gott. Ich glaube, die wird geschnackselt, so wie es aussieht. Alter. Wird die wirklich vergewaltigt? Irgendwie glaube ich das hier gerade nicht. Och man, ich wollte einfach. Alter, der ist ja nackt. Was ist das für ein Spiel hier? Ja. Was. Oh. Über was wollte ich jetzt eigentlich gerade reden? Ich bin gerade ein bisschen schockiert hier. Dass da so zwei notgeile Männer liegen. Mann, jetzt haben mich diese Vergewaltiger aus dem Konzept gebracht. Jetzt habe ich auch noch das Opfer umgebracht. Das sollte natürlich nicht sein. Ja, YouTube ist eine der größten Videoplattformen der Welt. Oder sie ist die größte Videoplattform der Welt. Und viele YouTuber sind ja auch dort aktiv. Und viele YouTuber sind aktiv und machen dort ja auch regelmäßig Videos. So. Es gibt ja viele Leute, die fangen mit YouTube an, sind sehr klein und dann kommen natürlich die ersten Hater. Hater gibt es auf YouTube. Der größte Teil ist unter 18 Jahre. Ist einfach so. Ich habe selbst Erfahrungen mit Hatern gemacht. Der größte Teil, etwa 90 bis 95% der Hater sind unter 18. Das kann ich nicht best. Ich würde gern was anderes sagen. Ne? Das ist ja kein Hate gegen meine jungen irgendeinen Abonnenten, aber es ist halt so. Ich habe es ja selbst erlebt, weil ich natürlich auch die Hater erstmal geguckt habe. Hey, wer schreibt mir denn immer diese Kack-Kommentare? Guck dann auf den YouTube-Kanal, hör seine Stimme und wenn ein Vierjähriger mir antwortet und keine Abonnenten hat und mir schreibt, ey, du Spaß, du hast nur so und so viele Abonnenten. Und du Opfer und was weiß ich. Na klar, als ich mit YouTube angefangen habe,
und ich mit 20 Abonnenten da stand, hat mir auch keiner gesagt, ach, du wirst niemals 200 Abonnenten bekommen und so weiter. Und jetzt habe ich weit über 2000 Abonnenten. Also da wird wieder was erzählt, was gar nicht stimmt. Ne? Und auch wenn jemand sagt, du bist scheiße, aus dir wird nichts, dann scheiß auf den. Scheiß wirklich auf den, weil der hat überhaupt keine Ahnung. Aus dir wird was. Ne? Aus jedem kann was werden. Ne? So viele Menschen, so viele Stars, so viele Hollywood-Stars, die als Kind ja teilweise gemobbt wurden, teilweise fertig gemacht wurden, tyrannisiert wurden oder teilweise auch missbraucht wurden und erniedrigt wurden, sind heute berühmt und haben viel Geld. Ob sie dadurch glücklicher sind, das kann ich euch natürlich nicht sagen. Aber gebt auf YouTube niemals auf. Wenn ihr irgendwas habt, was euch gefällt, dann macht es. Und scheißt auf die Kohle. Ne? YouTube, es kostet Geld. Zumindest kostet es immer irgendwie. Ne? Na gut, es kostet nichts, wenn ihr jetzt bei Mama und Papa wohnt, aber wenn ihr irgendwo Strom bezahlen müsst oder wenn ihr zum Beispiel PS4 Let's Player seid, da braucht ihr die PlayStation Plus Karte, dann geht euch das Headset am Arsch, dann wollt ihr mal ein neues Computerspiel kaufen. Dann kostet das was. So sieht das aus. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, töten wir mal ein paar Polizisten. Abonnenten. Immer so eine Sache. Wie bekomme ich eigentlich Abonnenten? Nun ja, man kann Abonnenten durch Gewinnspiele machen. Das machen sehr viele Leute. Durch Gewinnspiele bekommt man Abonnenten. Aber natürlich, die Abonnenten lassen sich auf deinem Kanal nicht mehr blicken. Die abonnieren dich einmal, um beim Gewinnspiel dabei zu sein, um sich ein bisschen einzuschleimen. Und dann hört man nie wieder was von denen. Nicht alle, aber viele. Viele. Klar, wenn ich jetzt einen Alien-War-Computer als Gewinnspiel mache, dann kommen plötzlich ganz viele YouTuber an und sagen, oh hey, du bist der Beste und du bist der Allertollste und so weiter. Ja, so sieht das aus. Abonnenten sind natürlich schon eine wichtige Sache. Aber eure YouTube-Videos werden auch angeschaut, ohne überhaupt einen Abonnent zu haben. Deshalb solltet ihr nicht unbedingt fixiert sein, Abonnenten zu bekommen auf YouTube, sondern ihr solltet eher fixiert sein, einen guten Videotitel zu benutzen und nichts irgendwie Erfundenes in einen Videotitel reinzupacken oder Übertriebenes. Und englische Objekte sollten da mal gar nicht vorkommen. Viele versuchen dann mit englischen Titeln reinzupacken, aber was bringt es, wenn 70% der Zuschauer dann plötzlich Amerikaner oder Engländer sind? Die Leute disliken euren Kanal, weil sie euch nicht verstehen, weil ihr einen englischen Titel benutzt habt, obwohl ihr Deutsch seid. So, somit disliken die euch. Ne? Das ist wie wenn ein Amerikaner einen deutschen Titel reinpackt und plötzlich amerikanisch redet. Na, wie würdet ihr das finden? Ich denke mal nicht so toll, oder? Deshalb immer deutsche Titel benutzen. Deutsche Sprache. Dann erreicht ihr auch die deutsche Zielgruppe. So, so sieht das eigentlich aus. Und bleibt immer natürlich und ehrlich und sagt eure Meinung. Und das bin ich ja auch, ich sag meine Meinung, ich halte meinen Mund nicht. Wenn ich einen YouTuber nicht mag, dann sag ich das auf YouTube klipp und klar und sag auch meine Meinung dazu. Nun ja, das war's auf jeden Fall. Ich werde jetzt immer wieder ein Real-Life-Video bringen. Dann mal wieder ein Let's Play. Ob täglich was kommt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall alle 2 Tage kommt ein YouTube-Video. Und jetzt haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.